herzlich willkommen. Anlässlich des Festkonzertes zu Hildegard von Bingens 925. Geburtstag, wo Clemens Wenger, der Orchesterleiter, der klangerotischen Ponygarde der pathophysischen Kirntagswitwen, wie unser Orchester heißt, durch einen illustren Abend musikalisch sie leiten wird, und ich werde dazwischen immer wieder Texte lesen, auch von Hildegard von Bingen selbst, und dazu hier zum Beispiel die Lichtengelsuppe kochen, die Sie am Schluss des Abends gerne verkosten können, eine Fastensuppe, die seit der frühen Neuzeit wohlbekannt ist. Und wir beginnen jetzt gleich mit dem ersten Stück. Clemens Wenger wird ihm eine kurze Werkeinführung geben, und ich sage jetzt mal Bühne frei für das erste Stück. Dankeschön. Wir haben begonnen mit einer Fanfare der Firma 20th Century Fox. Und als zweites Stück spielen wir eine Komposition von Edward Hagelup Grieg aus der Peer-Gynt-Suite, und zwar das erste Stück Morgenstimmung. Es wurde am 24. Februar 1876 uraufgeführt als Bühnenmusik zum gleichnamigen Theaterstück von Henrik Ibsen. Das Original ist in E-Dur komponiert. In der Bearbeitung für die klangerotische Tonmedaille hören Sie dieses Werk nun in G-Dur. Thank you.
wunderschöne Klänge. Vielen Dank. Wie gesagt, ich werde jetzt die Lichtengelsuppe, eine beliebte Fastensuppe, kochen. Überliefert nach dem Rezept von unserer guten Äbtissin Hildegard. Und ich muss dafür ein bisschen vorbereiten. So, gut. Und als ersten Punkt in textlicher Hinsicht hören wir jetzt Texte von Hildegard selbst, während ich versuche, diesen kulinarischen Leckerbissen für sie vorzubereiten. Über die Krankheiten. Was die verschiedenen Krankheiten betrifft, an denen manche Menschen leiden, so rühren sie vom Schleim her, der sie anfüllt. Wäre der Mensch im Paradies geblieben, so hätte er keinen Schleim im Körper, woher die Krankheiten stammen, sondern sein Leib wäre gesund und frei von ihm. Nun aber hat er sich dem Bösen zugeneigt und hat das Gute verlassen, und da ist er der Erde ähnlich geworden, die gute und schädliche Kräuter hervorbringt und gute und schädliche Feuchtigkeit in sich birgt. Denn vom Genuss des Apfels ist das Blut der Söhne Adams in das Samengift verwandelt worden, dem die Menschenkinder entstammen. Daher ist ihr Fleisch voll von Schweren und Löchern, die gewissermaßen Sturm und Schleim und erstarrt und macht den Körper krank. Manche Menschen sind gierig und enthalten sich nicht üppiger Speisen. So bildet sich in ihnen giftiger, zäher, trockener Schleim, kein feuchter, sondern scharfer, der aufgeschwemmtes, dunkles und krankes Fleisch in ihnen wachsen lässt. Und wenn sie sich vom Genuss der fetten Speisen nicht enthalten mögen, ziehen sie sich leicht den Aussatz zu. Und die Schärfe des Schleimes erregt einen Brodem wie von Melancholie um Leber und Lunge. Sie werden je zornig und verdrießlich und ihr Schweiß ist nicht sauber, sondern schmutzig. Sie sind aber nicht schwach, sondern tüchtig und kühn. Und infolge ihrer Körperbeschaffenheit sind sie herrschsüchtig und anmaßend. Der Schleim richtet einige dieser Konstitutionen schnell zugrunde, da er stark ist. Einige aber lässt er länger leben. Andere Menschen sind von geiler Natur und noch weniger enthaltsam, sodass sie sich kaum mäßigen können und auch krank werden. Die haben zu viel feuchten Schleim, weil sich in ihnen schädlicher Saft bildet und ein böser Schleim sich ansammelt, der ungesunden Boden in ihre Brust und Gehirn aufsteigen lässt. Die Feuchtigkeit dieses dampfenden Schleimes verringert ihr Gehör, sodass sie in ihrem Magen und in den Ohren wie ein schädlicher Nebel ist, der gute Pflanzen und Früchte schädigt. Dieser Schleim tut aber der Lunge nichts, da sie auch feucht ist und keine Feuchtigkeit annimmt, sonst würde sie sofort weggeschwemmt werden. Auch auf das Herz hat er keinen bösen Einfluss, denn das wird immer stark sein und zu große Feuchtigkeit nicht annehmen. Leute von dieser Konstitution sind freundlich und heiter, doch träge. Und manche von ihnen leben ziemlich lange, denn dieser Schleim tötet nicht, doch trägt er auch keineswegs zur Gesundung bei. Manche sind je zornig, doch ihr Zorn verraucht bald. Sie sind trefflich und heiter, doch kalt. Sie haben schwankende Sinnesart und sind mit geringer Nahrung zufrieden. Diese aber ziehen sich von den drei Schleimarten, dem trockenen, feuchten und lauwarmen Schleim, wässrigen Schaum zu, der aus dem Schleim entsteht und gleichsam gefährliche Pfeile in ihre Adern, Mark und Fleisch sendet, wie kochendes Wasser, welches kochenden Schaum ausstößt. Eine sehr ermutigende Botschaft mal für ihn. Dann hier die guten Fenchelsamen. Von körperlicher Bewegung. Wenn ein körperlich gesunder Mann lange umhergeht oder aufrecht steht, schadet ihm das nicht viel, weil er sich körperlich bewegt, vorausgesetzt, dass er nicht zu viel geht oder steht.
Wer aber schwach ist, muss sitzen, weil er davon Schaden nehme, wenn er ginge oder stände. Das Weib aber, denn es ist gebrechlicher als der Mann und hat einen anderen Schädel, muss mehr sitzen als umhergehen, damit es keinen Schaden nimmt. Wer aber reitet, nimmt keinen großen Schaden, wenn er auch davon müde wird, wenn er sich in frischer Luft aufhält. Aber er muss Füße und Schenkel dadurch pflegen, dass er sie zuweilen bewegt und ausstreckt. Vom Zahnschmerz. Einige ganz kleine Äderchen umgeben das Häutchen, in dem die Hirnmasse gelagert ist, und erstrecken sich bis zum Zahnfleisch und den Zähnen selbst. Füllen sich diese mit bösem, übermäßigem und eitrigem Blut und werden sie bei der Reinigung des Gehirns von dem Abgang befleckt, so bringen sie den Eiter und Schmerz aus sich zum Zahnfleisch und den Zähnen. Dann schwillt das Fleisch, welches die Zähne umgibt, und die Kinnbacken und der Mensch empfinden Schmerz. Wenn aber der Mensch nicht öfter seine Zähne wäscht und reinigt, entstehen manchmal Würmer in den Zähnen. Und so schwillt das Zahnfleisch und der Mensch hat davon Schmerzen. So, jetzt kommt der gute Fenchel wieder hinein. Vom Milzschmerz. Wenn einer rohe Äpfel oder Birnen oder Kohl oder andere rohe Speisen zu sich nimmt, die weder durch Feuer noch durch irgendein Gewürz erwärmt sind, können sie im Magen nicht leicht ausgekocht werden, weil sie vorher nicht erwärmt sind. Und so dringen die bösen Säfte jener Speisen, die durch Feuer oder durch ein Gewürz von Salz oder Essig hätten erwärmt und vertrieben sein müssen, es aber nicht sind, zur Milz und verursachen eine schmerzhafte Geschwulst derselben. Jetzt kommen die Lieblingsgewürze von Hildegard von Bingen in diese Suppe hinein. Und diese sind Isop, Quendel und Bertram. Das ist ganz Gutes. Vom Durst nach dem Schlaf. Oftmals, wenn einer tags oder nachts erwacht, dürstet er infolge der Wärme oder Trockenheit der Speisen. Dann soll er nicht gleich trinken, solange die Schlaftrunkenheit noch in ihm ist, die ihm Krankheiten, Zugzöge und Blut und Säfte in unrichtige Wallung versetzen würde. Sondern wenn er erwacht, mag er sich eine Weile des Trunkes enthalten, wenn er auch stark dürstet, bis ihn die Schlaftrunkenheit ganz verlassen hat. Mag er dann gesund oder krank sein, soll er gegen den Durst nach dem Schlaf Wein oder Bier trinken. Kein Wasser, denn dies würde seinem Blut und den Säften mehr schaden als nützen. Von der Lähmung. Wer gelähmt ist, muss nüchtern Wein trinken. Oder, wenn er den nicht haben kann, Gersten- oder Weizenbier. Oder, wenn er auch das nicht haben kann, muss er sich Wasser mit Brot kochen, es durch ein Tuch filtrieren und lauwarm trinken. Vom Fieber. Wer an täglichen Fiebern leidet, die von verschiedenen Speisen entstehen, darf nüchtern nichts trinken, da er dann innen noch trocken ist. Denn wenn er nüchtern tränke, würde das Getränk durch den ganzen Körper dringen und ihm mehr Schaden als nützen. Vielmehr soll er zuerst essen, damit seine Adern Speisesaft aufnehmen und erwärmen. Dann trinke er Wein und es wird ihm nicht schaden. Wenn er Wein nicht hat, trinke er Bier. Wenn auch dies nicht da ist, Mett. Wenn er auch den nicht hat, koche er Wasser, lasse es abkühlen und trinke es. Wer alle 3 oder 4 Tage Fieber hat, darf nüchtern nur in der größten Not trinken, wenn ihn starker Durst ergreift. Und dann nur ein wenig Wasser. Beim Frühstück aber trinke er Wein. Der ist ihm zuträglicher als Wasser. Während diese Suppe nun aufkocht, hören wir die nächsten Klänge der Ponyta.
spielen wir ein Stück aus dem Jahre 1980 von Stevie Wonder, von seinem Album Hotter Than July, am Label Motown erschienen. Das Stück trägt den Namen Happy Birthday und ist im Original in C-Dur komponiert und aufgenommen und auch in der Bearbeitung von thank you.
spielen. Und zwar heißt dieses Spiel Hildegard oder Pathophysik. Und zwar lese ich jetzt eine Reihe von Zitaten vor und ihr müsst raten, ob das von unserem Hildegard von Bingen ist oder von Alfred Jarry, dem Ahnherrn der Pathophysik, aus Dr. Faustball. Und zwar frage ich dann, war das die Hildegard? Und ihr zeigt auf, wenn ihr meint, das hat wirklich Hildegard gesagt. Alright. Dieser Leuchtturm nähert sich von der reinen Materie, die die Substanz der Vögelinsel ist. Wer glaubt, dass es von Hildegard ist? Nein, Charine. Die Ewigkeit gleicht einem Rad, das weder Anfang noch Ende hat. Wer glaubt, dass es von Hildegard ist? Korrekt. Okay, was habe ich hier als nächstes? Seine Frauen, deren Kleider sich wie die Augenmuster auf dem Rad der Pfauen entfalten, unterhielten uns mit Tänzen auf den gläsernen Wiesen der Insel. Hildegard? Okay, niemand glaubt. Hat sie auch nicht gesagt. Ich wünschte, sie hätte. Das ist schwierig. Nur sein Gehirn und die vorderen Zentren des Marks, also seine Motoren, sind abgestorben und verwest. Hildegard? Nope, ist schwierig. Auch schwierig. Mit dem heiligen Schein eines blauen Pentagramms umgeben, steigt Gott auf. Segnet und sät und macht den Himmel blauer. Rot entsteht das Feuer aus der Idee der Himmelsfahrt und das Gold der Sterne, Spiegel des Heiligenscheins. Hildegard? Nein, das ist schon. Die sind nicht total ähnlich in Wirklichkeit, so Hildegard aufzuweisen. Jedes Geschöpf ist mit einem anderen verbunden und jedes Wesen wird durch ein anderes gehalten. Hildegard? Ja. Gut, das war zu einfach für euch. Das ist ein Malwesen, glaube ich. Die Seele spricht. Ich bin berufen, die Genossin der Engel zu sein, weil ich der lebendige Hauch bin, den Gott in den trockenen Lehm entsandte. Hildegard? Ja. Das ist schon relativ crazy, oder? Vor Zeiten hat er diese letzte Substanz mit Brot und Käse aus Melun vermischt, war aber dazu übergegangen, die überflüssige Nichtigkeit dieser festen Würzstoffe wegzulassen. Hildegard? Die Suppe ist schon ordentlich in Wallung geraten. Wir haben sie ja vorher gerade schon mal gemacht, das ganze Konzert, und die Leute fanden die richtig gut. Das hätte ich überhaupt nicht erwartet, aber kannst du schon mal freuen. Nicht mit Drohworten sollst du auf deine Untergebenen einschlagen, wie mit einer Keule. Hildegard? Ja, das war sie. Mit einer sehr positiven Message zu gesundem Führungsstil. Wo du Schmutz siehst, wasche ihn ab. Was dörr ist, lass grün werden und sorge, dass deine Gewürze schmackhaft sind. Hildegard? Ja, das ist sie. Sie bleibt und lebt. Ich habe letztes Mal auch einige von diesen Aphorismen an das Orchester gestellt, aber die wissen ja so wirklich schon, was das ist. Das kann ich diesmal nicht bringen. Das Herz hat die Eigenschaft des Wissens, die Leber des Gefühls, die Lunge des Blattes. Hildegard? Ja. Sehr gut, sehr gut. Ich sehe schon, ihr habt ein Gefühl bekommen schon. Okay, das ist easy, easy cheesy. Jede Krankheit ist heilbar, aber nicht jeder Patient. Der Wein heilt und erfreut den Menschen mit seiner wohltuenden Wärme und großen Kraft. Hildegard? Wein gibt alles.
Ja. Man kann übrigens draußen beim Buffet sich auch ein Glas da holen. Okay. Menschen, die negativen Strömungen ausgesetzt sind, sollen oft einen Diamant in den Mund nehmen. Hildegard? Ja, das ist von ihr. Echt? Oft. Die Erde ist die Fleischesmaterie des Menschen. Sie nährt ihn mit ihrem Saft, wie die Mutter ihre Kinder mit Milch. Hildegard? Ja, das ist sie. Also von ihr. Nichts ist so erschreckend wie ein verwaister Galgen, eine Brücke aus verdorrten Pfeilern und ein Schatten, der sich begnügt, schwarz zu sein. Hildegard? Nein, das ist schon egal. Der transzendente Gott ist dreiseitig und die transzendente Seele theogonisch, folglich auch dreiseitig. Hildegard? Nein, sorry. Gut, wir nähern uns dem Ende. Kein Mensch würde seine Titel so schlagen, dass ihre Seiten springen. Hildegard? Ja, Hildegard. Auch in den Geschlechtsteilen des Menschen blüht die Vernunft. Sodass ein Mensch weiß, was er zu tun und zu lassen hat. Hildegard? Ja. Würde mir gar nicht glauben. Jedwede Kreatur hat einen Urtrieb nach liebender Umarmung. Hildegard? Ja, das ist sie. Das allerletzte für heute. Gib dem Menschen einen Hund und seine Seele wird gesund. Hildegard? Ja, illegal. Gut, dann hören wir jetzt das nächste Stück. Wir haben jetzt das nächste Stück.
Zimmer.